Moin Leute, willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Ja, etwas, was bei unserer Anlage, bei unserer Anlagengröße irgendwann mal passieren müsste, ist jetzt eingetroffen. Das Ereignis, dass wir zu wenig Strom für unsere Anlage mit einem Booster oder einem Trafo produzieren können, ist jetzt erreicht. Also wir haben zu wenig Strom auf unserer Anlage. So, also haben wir uns vor ein paar Wochen dran gemacht und einen Booster gekauft und er ist angekommen. Also wir packen heute einen Booster von Märklin, die 60175 aus und noch so ein paar Sachen, die dazugehören. Ja, wenn wir hier gleich mal gucken. Also mit dem Ausbau unseres großen Kopfbahnhofs und unserem Schattenbahnhofs kommen wir jetzt hat und sind vorhin auch schon nicht mehr ganz so gut mit den Sachen ausgekommen. Das heißt, wir können jetzt halt im Moment, wenn noch nicht der Booster da ist, nur noch einen Zug fahren, plus die Weichen können wir nicht mehr elektrisch halten. Ja. Und manche Züge spinnen auch rum, weil die etwas mehr Strom brauchen. Also ist jetzt halt nicht so optimal. Dann haben wir uns halt hier den Draf, das ist das Schaltnetzteil. Den haben wir uns gekauft. Mit der Tingelnummer 60041. Ja. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Booster. Hier. Mit Artikelnummer 60175. Ja, es gibt ja im Moment nur einen wirklich Booster von Märklin. Haben wir nur einen gesehen und das war der. Ja, und es gibt mehrere Netzteile für LGB und so weiter. Und das war jetzt halt das, was wir so gesehen hatten. So, dann haben wir noch bestellt. Eine Mittelleiterisolierung, ja, weil man muss das, die Anlage teilt man dann in verschiedene Abschnitte, und da hat dann, ja, da macht man dann so Isolierungen, dass dann kein Strom vom einen Abschnitt in den anderen Abschnitt kommt, ja. Und das ist sowas. So kommt es dann dran. Haben wir zweimal gekauft. Und dann noch so etwas. Also die so. Na, wie heißen die? Für Kabel halt, dass man die an so die Gleise unten an dran stecken kann. Keine Ahnung, wie diese jetzt halt heißen. Wir bauen uns unsere Kabel selber, weil wir haben auch. Mal sehen, ob ich es finde. Hier richtig dicke, fette, lange Kabel. Ich glaube, das sind 50 Meter. Ja, hier steht 50 Meter. Wir werden uns unsere Kabel vom Booster zum Gleis selber bauen, weil
die Länge der Kabel hat uns nicht ausgereicht, die man da bestellen kann überall. Das sind ja nur so einen halben Meter, einen Meter, so. Das reicht einfach nicht, ne? Und wir sehen, da ist nichts mehr dran. Also haben wir uns dazu entschieden, die selber zu bauen, also selber so anzufertigen in der richtigen Länge, die wir hier auf unserer Anlage brauchen. Ja, wir wissen noch nicht, ob das funktioniert. Wir hatten gestern schon einen Versuch mit einer Brava S-Bahn, weil die irgendwie unpassenden Schleifer hat. Der Versuch, die S-Bahn fahrtüchtig zu machen, hat leider nicht wirklich gut geklappt. Hoffentlich geht dann das mit dem Strom besser. Also, das wird unser nächstes Projekt. Vielleicht verfilmen wir das auch, wie wir das alles machen. Und ja, Fahrfilme werden eher schwierig, weil manche Loks fahren überhaupt nicht, manche reagieren nicht mehr. Also sie lassen sich schon anschalten, fahren auch, aber wenn man dann abbremsen möchte, dann reagieren die manchmal nicht oder so. Also nicht optimal. Wir haben auch jetzt halt die letzte Zeit auch nicht wirklich viel gefahren auf der Anlage, weil wir es einfach nicht konnten. Und ja, das ist unser Ausweg. Hoffentlich schaffen wir das alles. Dann haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.